Heute möchte ich euch gerne zwei Gadgets für den Mac vorstellen. Zurzeit ist es hier Sommer bei mir, es ist sehr heiß und vielleicht hat sich ja auch von euch schon mal einer gefragt, wie warm wird denn mein Mac im Sommer? Beziehungsweise wenn ich jetzt wie ich in Cinema 4D arbeite und der Rechner richtig am Arbeiten ist, wie warm wird denn dieser Rechner dann? So gut ich weiß, kann man mit Bordmitteln am Mac keine Temperatur messen und aus diesem Grund möchte ich euch gerne zwei kleine Apps bzw. Gadgets vorstellen, mit denen man dieses messen kann. Zum einen wäre hier einmal die Intel Power Gadget App. Diese kann man sich kostenlos bei Intel runterladen. Diese zeigt einmal die Temperatur an, ich glaube direkt von der CPU auch. Und zum anderen zeigt sie auch die Frequenz an vom Prozessor, was auch ganz spannend sein kann, und eben noch den Verbrauch. Die zweite App, die ich euch parallel zeigen möchte, ist diese hier, die Temperature Gauge bei ja, Tunabelli Software. Diese kann man gegen Geld, ich glaube 4, 5 € im App Store kaufen. Sie ist umfangreicher wie die Intel App und man kann eben auch noch so Warnings einblenden, die dann hier die Temperatur anzeigt. Und was eben auch noch spannend ist, dass man hier auch eben noch den Fan sieht, also den Lüfter. Ich kann kurz mein Rendering starten, dass wir einmal sehen, wie sich das dann hier verhält. Durch die Bildschirmaufnahme ist jetzt allerdings die Temperature schon relativ hoch. Normalerweise ist die eben eher hier bei 60 oder noch niedriger. Ja. Ich denke, trotzdem sieht man hier ganz gut, wie der Fan hier hochgeht. Und ja, also diese beiden Apps kann ich euch empfehlen. Wenn man eben kein Geld ausgeben will, eben eher hier dieses Intel. Wenn man ein bisschen Geld ausgeben möchte und etwas mehr Informationen haben möchte, ist die hier vielleicht ganz spannend. Ob die jetzt wirklich so genau ist, die linke App, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich benutze die noch nicht so lange. Was ich aber hier noch sehr spannend finde, ist, einmal hat man eben hier oben nochmal eine Anzeige. Und man kann sich einen Temperaturverlauf hiervon in eine Logdatei schreiben. Und die Logdatei dann eben in Numbers öffnen und hiermit dann Diagramme theoretisch erstellen und sich den Temperaturverlauf anschauen. Was vielleicht auch für manche Leute spannend sein könnte.